Ich möchte einem, der der Junge Union ans Herz gewachsen ist und für den die Junge Union mehr als nur ein Job, sondern tatsächlich fester Bestandteil in seinem Leben ist, danken für sein großartiges Engagement. Er verlässt jetzt die Bundesgeschäftsstelle der Jungen Union nach vielen Jahren der Zusammenarbeit. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre es sind, 7 oder 8, ich weiß gar nicht, aber einen Großteil der gemeinsamen Wegstrecke haben wir zusammen zurückgelegt. Und ich sehe sie gerade gar nicht, Alex und Woli, kommt mal bitte kurz hoch. Wo ist denn der Woli? Ich grüße ganz herzlich Ja, lieber Woli, du sagst ja jetzt auch noch was gleich. Vielen Dank für die super Loyalität, als der Georg Milde, der Vorvorgänger von Alex, damals gesagt hat, wir lassen uns doch den Woli einstellen. Da habe ich gesagt, das können wir eigentlich nicht machen, die Berliner Jungen Union, der will dann immer nur von uns aus, von der Inselstraße aus Arbeit für die BVV machen und da irgendwie Abgeordnetenwahlkämpfe machen. Da hat er gesagt, nein, der Woli ist das Beste, was passieren kann, der ist die Seele des Verbandes. Und du musst an die Seele des Verbandes denken und ich muss wirklich sagen, das war ein Glücksgriff mit dir. Und das war eine super Sache, dass der Georg damals dich zu uns geholt hat und bin jetzt wirklich sehr, sehr froh über die Zusammenarbeit und die Loyalität. Ich grüße natürlich den Vorstandsvorsitzenden von Vodafone, Herrn Schulte-Bockum, der hier mit einem treuen Vodafone-Kunden feststellen muss, dass er in Zukunft Lobbyarbeit für E-Plus macht. Und also hier alle E-Plus-Kunden wie ich haben jetzt einen festen Ansprechpartner, die sich direkt bei Woli melden können, denn ab wann geht's los? Ab Montag? Ja, morgen früh. Morgen früh geht's los. Wir verabschieden dich ja nochmal beim Deutschlandrat und bei der Weihnachtsfeier und vom Bundesvorstand. Und lieber Woli, du kannst jetzt nochmal was sagen. Ich wollte dir nochmal sagen, wir haben ja so viele Schlachten auf der Gamescom zusammengeschlagen, wo du mich ja auch überzeugt hast, dass das eine Sache ist, die super ist für die JU und wo du und Daniel es organisiert habt, dass wir dort hin dürfen. Und dafür herzlichen Dank, dass du mich da immer durch diese Massen von 15-jährigen Jungs durchgeschleust hast und beschützt hast vor deren Plastikgewehren und was sie da, die verkleiden sich ja als Computerspielmännchen. Elfen. Das war ja als Elfen, genau, die Elfen. Und deshalb, und du hast mir damals beim letzten Gamescom-Besuch hast du mir gesagt, dass du einmal im Jahr dir immer ein Computerspiel kaufst und deshalb schenken wir dir Battlefield von dem JU Battlefield hin zum E-Plus Battlefield. Vielen Dank, Woli. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, es gibt gar nicht so viel zu sagen. Also ein Satz einfach nur, ein Leben ohne die JU ist möglich, aber es wäre dann halt nicht mein Leben. Und deswegen, vielen Dank. Ja.
die Disziplin am Abend.